Es geht um die Wurst, es geht ums Fleisch und es geht um Milchprodukte. Wer tierische Lebensmittel kauft, zahlt 7% Mehrwertsteuer. Das Umweltbundesamt hat jetzt folgenden Vorschlag gemacht: die Mehrwertsteuer für diese Produkte auf 19% zu erhöhen, damit über 5 Milliarden Euro pro Jahr zu sparen und mit dem Geld klimafreundlichere Produkte billiger zu machen. Obst und Gemüse oder den Nahverkehr. Reaktionen in einer Mainzer Metzgerei. Meine Meinung zu diesem Thema ist, dass es Quark ist, weil ein für sich, da kommt Obst aus fremden Regionen, wird mit Flugzeug hergebracht und das soll 7% und Tiere, die hier aus dem Einheimischen kommen, 19%, also irgendwas kann da nicht stimmen. Von der Idee halte ich nicht viel. Ich würde sagen, man sollte aber anders anfangen, bei der Autosindustrie, bei Dieselfahrzeugen, die unheimlich viel Schmutz in die Luft blasen. Und wenn wir jetzt bei den Grundnahrungsmitteln anfangen, finde ich es traurig. Der Vorschlag stammt aus einem Bericht des Umweltbundesamtes. Darin stehen über 30 Ideen zum Abbau klimaschädlicher Subventionen aus den Bereichen Energie, Bau, Landwirtschaft und Verkehr. Laut Bericht sind 2012 in Deutschland Subventionen in Höhe von über 57 Milliarden Euro geflossen, die der Umwelt schaden. Die Idee mit der Mehrwertsteuer auf Wurst und Co. ist der letzte Punkt auf einer langen Liste. Trotzdem hagelt es Kritik. Die Kosten für die normalen Durchschnittsverbraucher zu erhöhen, das heißt, der kleine Mann, gemessen an seinem Monatseinkommen, ist der Leidtragende dabei. Also diesen Blödsinn überhaupt in die Welt zu setzen mit der Umlenkungsfunktion, dass man über Steuer immer Verbraucherverhalten dann lenken will, halte ich für absoluten Blödsinn. Auch die rheinland-pfälzische Ernährungsministerin Höfgen lehnt die Idee ab und teilt mit: die Bundesregierung sollte sich aufs Handeln konzentrieren, statt wolkige Steuerdiskussionen des Umweltbundesamtes am Ende der Legislaturperiode zu führen. Mehr Steuern auf Fleisch und Wurst. Die Bundesregierung ist ebenfalls dagegen. Dass sie im Bundestagswahljahr Grundnahrungsmittel teurer macht, ist mehr als unwahrscheinlich.